So, wir kommen heute zum Video Share Faktor, wie ihr einen Clip zusammenschneiden könnt, so wie ihr es braucht. Also ihr könnt hier löschen, bestimmte Teile in der Mitte, am Anfang, wo ihr wollt. Und das zeige ich heute euch, wie das geht. Viele haben mir geschrieben und gefragt, wie geht denn das? Könntest du ein Video machen? Hier mache ich jetzt ein Video für euch. So, dann fangen wir mal an. Also jeder als erstes natürlich, ihr könnt es auch rausschneiden, ganz einfach, mit als das Stück hier. Da drückt ihr einfach Viereck, geht auf Clip aufteilen, dann habt ihr hier unten, drückt ihr einmal Viereck, ja, ich will den Teil löschen, dann habe ich ihn jetzt gelöscht, wie ihr seht, ist nicht mehr da. So, aber dass ich jetzt, sagen wir mal, ich möchte jetzt den Einmarsch von Rusev draußen haben, dann gehe ich hier am Anfang hin, also mach so, dann drücke ich einmal X, tu das bestätigen, dann habe ich das schon mal den Anfang geteilt, dann gehe ich einfach hier weiter. So, und dann teile ich das nochmal, natürlich wieder X drücken, dann hier rüber bestätigen und dann gehe ich ganz ein bisschen hier auf das Stück will ich ja hier rauslöschen, hier hin und drücke einmal Viereck. Wieder bestätigen und wie ihr seht, ist es weg. Beispiel, ich zeige es euch noch mal. Sag mal jetzt, ich möchte jetzt einfach hier ein Stück rausschneiden. Dann drücke ich wieder X, tu es bestätigen, dann sag mal, ich will bis hier hinten das draußen haben. Dann drücke ich nochmal X, bestätigen, dann habe ich es mal aufgeteilt, das ist das Stück, was ich löschen will. Dann drücke ich Viereck, natürlich wieder bestätigen, dass ich es löschen will. Und ihr seht, das ist auch weg. Also es ist keine schwere Sache, von daher. Und wenn ihr dann das habt, soweit wie ihr es haben wollt, Beispiel, das lösche ich auch mal einfach weg. Das löschen wir auch einfach mal weg. Und ihr seht, das ist auch weg. So, dann müsst ihr einfach einmal Kreis drücken. Dann seid ihr wieder zurück. Und dann drückt ihr einmal Option. Ist beim Joystick neben den neben den großen Viereck, der kleine schwarze Knopf rechts oben,
Und dann seid ihr hier. Und dann müsst ihr einfach das zweite hier in Galerie speichern. Dann drückt ihr nochmal X. Und dann wartet ihr, bis es fertig 100% ist. Und dann habt ihr es geschafft und auch abgespeichert. In dem Sinne habt ihr es dann halt in eure Speicherordner drin. Da habt ihr das dann Ordner, auch Shell Factor heißt, und da wird es abgespeichert. Okay, dann bedanke ich mich erstmal und dann euch noch viel Spaß dabei.